Hallihallo Freunde, willkommen auf meinem Kanal der Pfleghaft Fotografie. Mein Name ist Dennis und ich bin heute unterwegs zum Bienenfresser, um den Bienenfresser zu fotografieren. Sollte dich das interessieren, solltest du dranbleiben. Willkommen zurück nach dem Intro. Ich war heute Morgen schon unterwegs mit dem Uli und dem Sascha und wir haben heute Morgen schon den Bienenfresser fotografieren können, denn der Bienenfresser war heute Morgen schon recht flücke, aber natürlich durch das, dass die Sonne noch nicht ganz hundertprozentig draußen war, haben wir das Problem gehabt, dass er natürlich nicht ganz so massiv geflogen ist, wie wir uns das eigentlich gewünscht hätten. Und deswegen gehen wir jetzt nochmal los. Aber was ist eigentlich der Bienenfresser? Der Bienenfresser ist ein Vogel, der eigentlich in Afrika lebt und hat hier in Deutschland seine Brutröhren, die er mit 4 bis 6 Eiern bestückt. Und die füttert er mit Fliegen, Insekten, Bienen, Hummeln, alles, was er so aus der Luft fangen kann, stopft er denen da in den Rachen. Und das versuchen wir natürlich heute zu fotografieren. Hat heute Morgen auch schon teilweise echt gut geklappt. Aber wir mussten jetzt eben ans Auto. Erstens mal, ihr seht, ich bin hier ganz leger. Erstens mal Mittagessen. Zweitens wollten wir uns jetzt den Gilli besorgen und das Ansitzzelt, weil wir eben heute Morgen auch die Phase hatten, dass wir einmal den Bienenfresser vor einer Bruthöhle hatten, der dann nachher nicht mehr rein ist, weil wir waren zwar weit genug weg, aber der hat uns trotzdem so gut erkannt, dass wir 10 Minuten, 20 Minuten, Uli, was sind wir da geguckt? Viertelstunde vielleicht, ja. Viertelstunde, 20 Minuten geguckt sind. Und in dieser Viertelstunde, 20 Minuten ist er nicht mehr eingeflogen und auch nicht mehr rausgeflogen. Also haben wir uns gesagt, komm weg da, bevor das Jungtier nachher nichts zu fressen hat. Und holen uns den Gilli und das Ansitzzelt. Damit ist man einigermaßen gut getarnt und kann dann besser fotografieren. Sein Federkleid zieht sich von gelb über grün zu leicht orange. Schwarzanteile sind mit dabei, also ein echt cooles Papageienkleid, würde ich schon fast sagen, oder Uli? Ja. Kommt so hin, Papageienkleid. Und das ist natürlich jetzt, wenn die Sonne dann nachher draußen ist, kommen die Farben dann erstmal noch so richtig zur Geltung und werden so richtig schön ausgeleuchtet im Sonnenlicht. Und das gilt es jetzt nachher zu fotografieren. Was habe ich diesmal dabei? Ich habe natürlich wieder meine Canon-Ausrüstung dabei und das 100-500 immer noch ausgeliehen von Fotolichtblick. Fotolichtblick, eure Adresse, Fotoausrüster in Konstanz am Bodensee. Solltet ihr da Objektive brauchen oder Kamera-Equipment, geht hin. Meldet euch bei Michi und beim Stefan, die wissen Bescheid. Sagt, dass er von mir kommt, dann kriegt er vielleicht auch noch den ein oder anderen Rabatt. Aber die Jungs machen euch auch sonst immer einen echt fairen und guten Preis. Also schämt euch nicht, dorthin zu gehen, zu sagen, ich habe euch geschickt. Und leiht euch gerne mal Objektive dort aus oder Kameras für ein Wochenende. Der ein oder andere hat schon feststellen können und feststellen dürfen, dass man da echt coole Sachen kriegt und das auch zu einem echt fairen Preis. Also nutzt die Möglichkeit, geht hin, Fotolichtblick und holt euch euer Equipment. Aber ich würde sagen, der Uli und ich, wir schmeißen uns jetzt das Ansitzzelt über den Rücken, schnappen uns den Gilli, unsere Fotoausrüstung und dann, hoppla, und dann geht's wieder ab zum Bienenfresser. Und ich zeige euch die Bilder, die wir heute Morgen schon machen konnten. Ab geht's.
Da, während sich der Uli schon in sein Zelt, Ansitzzelt verbieselt hat, muss ich jetzt noch meinen Ghillie anziehen. Und zwar besteht der Ghillie zum einen hier aus einem Kopfteil. Ja, da sind überall solche Fäden dran. Ja, da kann man sich dann hier nachher schön auf den Boden legen und kann hier schön oder mit einem Stuhl schön hinsitzen. So, einmal dieser Kopfteil. Dann haben wir was zum das Objektiv wickeln. Das machen wir nachher auch gleich noch. Dann haben wir hier eine Hose. Auch die mit lauter diesen Netzteilen dran. Ich drehe die nur immer gerne um, weil in der Verpackung oder wenn die dann so draußen sind, verknoten die gerne. Also wenn ich die zusammenpacke, knote ich die immer so, drehe ich die immer um, dass eben nichts verknotet. So, einmal Hose. Und natürlich noch die Jacke. Auch hier drehe ich immer gerne um, damit auch da nichts verknotet. Und dann kann das jetzt nachher hier schon richtig losgehen. Genau, das ist die Jacke. Ich ziehe das an und dann sehen wir uns wieder. Zapp, zapp, angezogen und dann kann's losgehen. Auf geht's! So, ich habe mich jetzt hier in Stellung gelegt und getarnt. Und warum wir jetzt uns in so Tarnkleidung und so weiter geschmissen haben, möchte ich euch einmal kurz zeigen und dann möchte ich mich eigentlich aufs Fotografieren konzentrieren. Man kann das eben jetzt so machen, wenn man eben. Wir liegen jetzt hier tatsächlich 3 Meter von dem Spot weg, wo wir uns erhoffen, dass wir den Bienenfresser dort noch mal sehen. Dass wir da ein Bild, formatfüllendes Bild machen können. Und deswegen haben wir uns jetzt eben so in Schale geschmissen und in Stellung gelegt. Ich zeige euch mal kurz, wo wir hin fotografieren wollen. Und zwar hier vorne diese beiden Totäste, links im Bild, einer direkt neben dem Eisenpfahl, den man jetzt hier im Bild sieht, und natürlich rechts, etwas rechter im Bild, da sind viele Totäste. Und da erhoffen wir uns eben, dass dort der Bienenfresser Platz nimmt und uns ein paar schöne Fotos schenkt.
So, inzwischen sitzen wir hier circa 1,5 Stunden und haben die ersten richtig geilen Bilder schon im Kasten. Wir hatten auf dem dürren Ast, der rechts im Bild war, ich blende das gerne nochmal ein, haben wir einmal Bilder machen können und auf dem linken natürlich auch. Allerdings die auf dem rechten sind natürlich wesentlich besser geworden, weil dort natürlich der Hintergrund sehr kontrastreich ist und der Vogel, der Bienenfresser, sich da richtig schön abhebt. Während er, wenn man gegen den Himmel fotografiert, natürlich sich nicht so schön abhebt. Aber das sollte ja eigentlich klar sein. Hier mal die ersten Bilder, die wir jetzt gerade gemacht haben. Übrigens, ich habe noch mal umgebaut, einfach weil der Bienenfresser sich jetzt schon richtig schön an uns gewöhnt hatte. Und so konnte ich jetzt umbauen und mit einem Überwurf mir noch mal ein Dach über dem Kopf bauen, sodass dort der Bienenfresser nicht abgelenkt wird. Wie wir es jetzt aufgebaut haben, kann ich euch gerne mal zeigen. Hier hatte Uli sein Zeltle stehe und ich habe jetzt hier mittlerweile meine Kamera so und habe hier meine Jacke von meinem Gilli neben die Kamera gepackt und jetzt fühlt sich der Bienenfresser sowas von wohl und kann hier richtig schön an- und abfliegen. Ja, Freunde, ich sag nur, weiter geht's. So, liebe Freunde, das soll's auch von heute, von diesem Video gewesen sein. Wir haben echt geniale Aufnahmen heute machen können, oder Uli? Bist du zufrieden? Ja, absolut. Der Uli hat eine Aufnahme, die er mir nicht gezeigt hat, dass da jetzt der Vogel sitzt. Die ganze Zeit haben wir uns abgesprochen, dass der Vogel da sitzt und haben Nummern verteilt und er sagt nichts. Ich hab's gesagt. Von wegen hast du es gesagt. Und ich hab's halt nicht gehört. So sieht's aus. Ja gut, dann bin ich selber schuld. Ich hab's nicht gehört. Fakt ist auf jeden Fall, das Bild, schickst du es mir? Dann blende ich es auch gerne noch ein, welches Bild sich gelohnt hat. Dürft auch gerne beim Uli auf dem Insta-Account vorbeigucken, natürlich. Uli-Schick.
Ja, er schickt's mir, oder? Ja, ich schick dir. Der Schick schickt's dir. Der Schick schickt's mir. Also, Uli_Schick. Dürft ihr gerne vorbeigucken. Natürlich auch weiterhin bei mir auf dem Insta vorbeischauen, auf der Homepage vorbeischauen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video, wenn ihr wollt. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir natürlich noch einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, dass ihr in Zukunft nichts mehr verpasst. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und in dem Fall alles Gute euch und bis zum nächsten Video.